mein Lieber, ich grüße dich hier mal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Vielen lieben, recht herzlichen Dank hier an jeden Einzelnen von euch. Vielen, vielen Dank. Ich habe hier noch eine ganz kurze Bitte, und zwar, was Legungen an sich anbelangt, bitte ich hier um etwas Geduld. Aufgrund natürlich des Kraftaufwandes bei so einer Legung kann dies nicht natürlich hintereinander weg vollzogen werden. Vielen lieben Dank für dein Verständnis. So, ich starte jetzt einmal für dich. Was kommt hier jetzt auf dich zu? Ab dem 1.4., 2.4. und den 3.4. Alle Kartendecks findest du in meiner Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete, auf meiner Website. Am Sonntag nehme ich dann auch wieder Privatanfragen an. Noch kurz etwas, und zwar was das Mischen beinhaltet. Ich werde jetzt so mischen, so wie immer, dass die Karten dann eben was für dich rausfallen möchte. Des Weiteren stelle ich dir die Karten dann im Anschluss, wenn ich in die Deutung gehe, vor, aufgrund da derzeit sehr, sehr viele Videos auch online gehen und sich das mit der ganzen Zeit dann etwas verkürzen tut, als wenn ich sie dann am Anfang für dich vorstelle. Ich starte jetzt für dich. Ich hoffe, du kannst das so alles ganz gut sehen. Ich schiebe das noch hier etwas zur Seite, damit du alle Karten ganz gut sehen kannst und vor allem die 3 Tage. Entschuldige, die Kamera hat gerade gestoppt.
Entschuldige, meine Kamera hat schon wieder hier gestoppt. Ich habe das hier noch etwas umgestellt, damit du das auch besser sehen kannst. So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich irrelevant, wie du hier schaust. Zuallererst möchte ich hier, so wie ich das Kartenbild sehe, dir einmal mitteilen, dass du hier vorsichtig sein solltest, ganz bewusst schauen solltest, ja. Das könnte sich im häuslichen Bereich befinden mit einer Person, könnte aber auch sein, dass es mit jemandem aus deiner Vergangenheit zu tun hat. Achte hier bitte darauf, die Person zeigt sich hier in Kombination des Fuchses und wir haben hier das Kind. Diese Person könnte jünger als du sein. Schau bitte jetzt ganz genau auf dich, was ich hier zeigen möchte. Hier zeigen sich auch Ängste und karmische Themen eben. Ich starte jetzt für dich. Hier möchte jemand definitiv erneut in dein Leben kommen. Diese Person könnte aus dem Ausland herkommend sein, einem anderen Kulturkreis stammend sein. Aber ich bekomme hier auch eine Person aus dem Ausland. Ja, jetzt schau bitte ganz genau auf dich. Ist hier wahrscheinlich nicht für jeden stimmig, aber ich bekomme hier bewusst eine Rückkehr einer Person aus der Vergangenheit. Wunschpartner, Wunschpartnerin. Ja, es ist, du hast mit dieser Person noch nicht abgeschlossen. Hier gibt es einen karmischen Ausgleich, sprich eine Schicksalsfügung hier. Denn du wirst genau an diesem Tag mit diesen Themen konfrontiert. Wir haben hier den Spiegel. Ja, du wirst auch insbesondere an diesem Tag mit gewissen Themen aus der Kindheit, Vergangenheit, Partnerschaften, Ähnliches, familiäre Themen, Ahnen-Themen konfrontiert, hier bewusst getriggert noch einmal. Ja, was eben jetzt auf dich zukommt, das könnte bei dem einen eben das eine sein, dass hier jemand aus der Vergangenheit kommt, das könnte bei dem anderen sein, Kindheitsthemen, ja, bewusst Situationen, die wiederkehrend sind, auch in beruflichen Situationen, die wiederkehrend sind, auch wenn es eine Abhängigkeit, sprich Co-Abhängigkeit beinhaltet, ja, diverse Süchte, Alkoholsucht, Drogensucht, Sexsucht, jegliche Art von Abhängigkeiten, Workaholic-Sucht kann sich hier ebenfalls zeigen in Kombination mit dem Anker und der Schlange, stressige Situationen, belastende Situationen, es könnten Eifersuchtsthemen gravierend an diesem Tag eben vonstatten gehen. Schau bitte ganz genau auf dich. Hier haben wir das wiederkehrende Thema bewusst an diesem Tag, auch in den weiteren Tagen bekomme ich das und hier solltest du ganz genau schauen, ja, was möchtest du? Ängste loslösen. Wir sehen hier ganz klar die Blockaden. Es könnte sich auch in einer Wunschpartnerschaft zeigen, wo man auf weiter Distanz miteinander lebt.
Das heißt, du und dein Gegenüber, euch trennen hier mehrere Kilometer Ähnliches. Ja, hier ist es bewusst, dass man in seine Kraft kommt. Schattenthemen loslassen, bewusst vorangehen. Ja, ich bekomme auch für dein Gegenüber, ich bekomme hier mehrere Personen. Bei dem einen oder anderen ist es wirklich so, dass noch eine Person auf dich zukommt. Ja, das könnte sein, dass du hier in etwas Neuem bist, aber jemand aus deiner Vergangenheit kehrt hier definitiv zurück. Solltest du hier als Single schauen, dann sind diese ganzen Themen, was ich sagte, im beruflichen Kindheitsthemen, wiederkehrende Situationen, die dir sehr viele Sorgen bereiten, wovon du dich lösen darfst. Du darfst dich öffnen, dein inneres Kind heilen. Ganz, ganz wichtig. Die 3 des Wassers, hier nicht versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, sondern mitzuschwimmen. Es fließen zu lassen, nicht gegen etwas ankämpfen. Ganz, ganz wichtig. Irrelevant, ob du hier für die Liebe schaust, für das Finanzielle, da sich hier alle Themen zeigen. Dann haben wir entweder dich oder dein Gegenüber. Hier geht es um neue Projekte verwirklichen. Ja, hier geht es ganz genau zu schauen, etwas analysieren, bewusst zu schauen, wer gönnt dir etwas nicht. Wer betrügt hier? Wer ist neidisch? Wer ist aus dem Hinterhalt agierend? Wer hat es auf dein Geld abgesehen? Das bekomme ich bewusst in Kombination mit den 10 der Münzen, wo es um sehr viel Geld geht, aber auch nochmal mit dem Brunnen. Und ich bekomme auch, dass man dich hier beobachtet, jemand beobachtet. Diese Person könnte dich besuchen, diese Person könnte so mit dir in Kontakt stehen. Ja, da schau bitte ganz genau auf dich, denn du stehst hier bewusst oder dein Gegenüber in neuen Projekten. Du bist derzeit etwas geschwächt aufgrund Blockaden, Ängste. Hier gibt es Konkurrenzsituationen. Jemand gönnt dir etwas nicht. Sei hier bitte vorsichtig. Diese Person, wie gesagt, könnte dich besuchen oder zeigt sich hier im beruflichen Umfeld, Freundschaft, Ähnliches. Du spürst es, wenn du damit hier in Resonanz gehst. Hier solltest du genau etwas dir anschauen. Was ist wiederkehrend? Womit wirst du immer und immer wieder getriggert? Ja, was wir dann ganz klar mit dem Spiegel haben. Es könnte auch für den einen oder anderen so sein, dass du dich einfach in deiner Haut, in deinem eigenen Selbst nicht wohlfühlst. Und das blockiert dich derzeit. Ja, diese Situation setzt dich sehr stark unter Stress. Eine gewisse Abhängigkeit könnte dich unter Stress setzen. Ja, und das solltest du dir bitte ganz genau betrachten. Einmal mit der Prinzessin der Stäbe, könnte ja jetzt auch für dich stehen als männliche Person. Wir haben auch hier die männliche Person. Schau bitte auf dich. Es geht in eine Veränderung. Du hast bewusst hier etwas vor, im Beruflichen, in der Liebe, je nachdem, wie du hier schaust, oder dein Gegenüber. Man möchte hier in eine Veränderung gehen. Man trifft klare Entscheidungen im Beruflichen. Man hat hier sehr, sehr viele Sorgen. Man schaut nach Lösungen mit anderen Personen, nach Möglichkeiten. Und du hast hier das Göttliche, du hast den Stern, das Universum. In Kombination mit dem Brunnen. Deine Wünsche werden definitiv in Erfüllung gehen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Entscheidung denn du auch triffst. Ja, dein Gegenüber auch trifft. Denn hier haben wir klare Entscheidungen. Dann haben wir Spontanität. Also hier ist jemand, diese Person kommt sehr spontan auf dich zu. Könnte auch plötzlich hier vor dir stehen. Das heißt, man kommt hier zu dir nach Hause, Ähnliches. Ich sehe hier sehr viel auch die intime Leidenschaft, was sich dann eben auch hier in diesen Karten gezeigt hat. Hier kommt jemand auf dich zu und hat sehr viel Temperament, aber auch jemand ist übermütig. Ja, und das könnte hier sogar in Verbindung mit der sexuellen Vereinigung, sprich aber auch mit der Lilienkombination, mit der Schlange, dass hier jemand sehr, sehr süchtig ist, eine Sucht hat, was das beinhaltet. Es trifft hier nicht auf jeden zu, aber hier ist jemand, wie sexuell abhängig, ja. Jemand wird hier übermütig. Und da solltest du ganz genau auf dich schauen. Was natürlich auch bei dem einen oder anderen hier in Angriff ausarten könnte, ja. Schau du bitte ganz genau. Ich bekomme hier auch bewusst ein anderes Szenario, dass hier derzeit sehr, sehr viel stattfindet, gerade was sexuelle Vereinigung anbelangt, dass man hier nicht in den Übermut gehen sollte. Hier bewusst, wenn man das Thema hat, dass man eventuell keine Kinder möchte, Ähnliches, ja, dann solltest du hier bitte aufpassen. Ganz, ganz wichtig. Wir hatten es, glaube ich, schon vor ein paar Wochen, ja, dass in den Tagesbotschaften vermehrt auch diese Themen kamen, was Kinderwünsche Ähnliches beinhaltet. Ja, also dass man vielleicht ungewollt hier in eine Schwangerschaft geht. Schau hier bitte auf dich.
Nicht, dass du in dieses Übermütige gehst, ja, oder dein Gegenüber. Schau hier bitte. Wenn du dir es natürlich wünschst, dann natürlich. Das ist einfach nur eine Warnung für all die, die eben hier etwas übermütig sind, was das beinhaltet. Dann haben wir die 1 des Wassers in Kombination mit der 9 des Wassers und die 8 der Luft und die 6 des Wassers. Hier ist sehr starke Sehnsucht. Das könnte sein, dass du entweder sexuelle Sehnsucht hast, ja, ich bekomme sehr viel das Intime, was sich dann hier zeigt, oder eben dein Gegenüber. Aufgrund dessen findet eine Einladung statt, ein Treffen statt, unabhängig von dieser Person, die sich dann auch mal im Haus bei dir zeigt. Also es gibt hier eine Person, ich betone es hier noch einmal, die hier starke Gefühle für dich hat. In anderen Themen ist es wiederum so, dass du hier mit mehreren Personen konfrontiert bist. Aus dem Grund ist es absolut wichtig, in dieser allgemeinen Legung jetzt für dich das irgendwo rauszufiltern. Es könnte natürlich auch sein, dass dein Gegenüber sich in einer Partnerschaft befindet, wo es dann vermehrt um diese Themen geht. Ja, Eifersucht, Manipulationen, Abhängigkeiten. Und da müsstest du jetzt bitte auf dich schauen, denn ich bekomme hier dieses sehr, sehr Plötzliche. Man kommt plötzlich auf dich zu, könntest aber allerdings auch wieder mit vielen Personen zu tun haben. Sehr viel Sehnsucht bekomme ich. Hier auch diese Bereitschaft, ja, auch dieses, vielleicht sehnst du dich sehr, sehr stark nach diesen Intimen mit deinem Wunschpartner, Wunschpartnerin. Aber hier auch nochmal mit der 8 der Luft, dass es plötzlich etwas geschieht und da solltest du bitte vorsichtig sein, ja. In Partnerschaften zum Beispiel, wo hier eine arge Abhängigkeit ist, wo plötzlich auch etwas aufgedeckt wird. Wir haben hier die Entscheidungen, ja, wo man dann nach Möglichkeiten und Wegen sucht, nach einem Ausweg einfach sucht, auszubrechen. Ja. Wir haben auch die Karte, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und damit wirst du hier tagtäglich eben konfrontiert, indem man in der Position ist des Rückzugs. Lass es hier bitte langsam auf dich zukommen. Auch wenn du dich hier noch so sehr sehnst, denn ich bekomme sehr starke Sehnsucht, trotz alledem solltest du hier nicht zu viel in dem Risiko sein. Ja? Hier ist mir zu viel Risiko, bekomme ich. Hier ist etwas, wo man etwas unbedingt möchte. Vielleicht auch du in einer Wunschpartnerschaft, mach dir hier bitte keinen Stress. Keine Sorgen. Die Rückkehr ist hier gegeben. Hier kommt jemand auf dich zu. Definitiv. Aber irgendetwas ist hier, wo du Angst hast, wo du blockiert bist. Hier ist eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Aber dennoch sind hier schicksalshafte Themen. Ja, und die solltest du bitte ganz genau anschauen. Es könnte sich hier um einen karmischen Partner handeln, der jetzt wieder erneut in dein Leben kommen möchte und diesbezüglich sich natürlich mit dir vereinigen möchte. Intim gesehen, alles das, was ich eben schon sagte. Hier kommt sehr viel Kontakt, sehr schnelle Kontaktaufnahme, sehr schnelles Treffen. Du hast auch dieses absolut Unbeflügelte. Ja, also man trifft sich hier oder man ist in diesem Kontakt sehr unbeflügelt. Und hier hast du natürlich bewusst diese Vorsicht. Ja, schau hier bitte ganz genau, was möchtest du? Komm hier raus. Diese Anziehungskraft ist sehr stark. Dennoch hast du hier Ängste und sehr starke Blockaden. Ja, oder dein Gegenüber ist hier sehr stark blockiert. Familiäre Themen. Hier gibt es noch eine Drittperson, Viertpersonen. Und du solltest dich diesbezüglich, was dein Gegenüber beinhaltet, hier nicht in eine Abhängigkeit begeben. Absolut wichtig. Ja, ich sehe hier eine starke Abhängigkeit, was mit Wunschpartnerschaften Ähnliches zu tun hat. Des Weiteren bekomme ich Themen im beruflichen Umfeld, ja, dass du jetzt ganz genau schaust, du möchtest in neue Projekte, du möchtest etwas Neues, man trifft hier klare Entscheidungen, Sorgen werden sich auflösen. Ja, auch durch diese Gespräche bekomme ich das. Also hier trifft man klar eine Entscheidung, man möchte einen Neuanfang, Jobwechsel bekomme ich sehr, sehr stark. Ja, hier auch aus Befangenheiten raus, aus Situationen, die einen krank gemacht haben, stressige Situationen, nicht geachtet werden. Du gehst in ein neues, ja, du versuchst jetzt wirklich nicht mehr dagegen zu arbeiten, sondern du lässt es fließen, ineinander gehen. Ja, stell dir es bitte so vor wie ein Reißverschluss. Du lässt es ineinander gleiten jetzt. Das heißt, wenn du hier Neues vorhast, du setzt dich selber nicht mehr unter Druck. Das bekomme ich hier sehr stark auch mit dem Kind, dass du in den Neuanfang
Übergang, beruflichen Wechsel hier gehen wirst, auch wenn erstmal ein Stopp ist, sprich, dass du gekündigt wurdest. Ich bekomme auch viel, dass du das selber nicht mehr möchtest, ja, dass du selber in ganz, ganz neue Projekte gehen möchtest, weil das Ganze dir hier eben Gefahr läuft, ja, ich bekomme bewusst, dass etwas Gefahr läuft. Denn wir haben die Gerechtigkeit, ja, hier wird Balance geschaffen, das heißt hier aber auch für dich, Körper, Geist und Seele bitte in den Einklang bringen. Gerechtigkeit wird definitiv walten, auch in Situationen, was berufliche Wunschpartnerschaften ähnliches beinhaltet. Du bist hier noch nicht fertig mit einer Person, ja, und diese Person kommt erneut auf dich zu und es können jetzt ganz, ganz viele Jahre kein Kontakt gewesen sein, je nachdem, wie du hier eben schaust, ja. Solltest du nur für eine Person schauen, dann ist es bewusst so, dass man hier in diesen Manipulationen einfach drin ist. Entweder du oder eben dein Gegenüber. Solltest du als Single schauen, ich wiederhole es hier noch einmal, dann sind es hier berufliche Themen, Kindheitsthemen, all das, was ich zu Anbeginn schon sagte. Hier gibt es auch Themen, dass es jetzt wichtig ist, dass du für dich dieses Gerechte hast. Und es könnte sich natürlich auch eine Person zeigen, die jetzt hier gerechte Entscheidungen treffen möchte. Für dich, mit dir, in Wunschpartnerschaften, im Beruflichen. Bei dir oder bei deinem Gegenüber könnten Kinder involviert sein. Schau bitte auf dich. Des Weiteren haben wir die Versöhnung in Kombination mit der Täuschung. Ja? Und hier sind Dinge nicht ausgesprochen. Hier ist man nicht ehrlich. Das heißt, hier kommt jemand zurück aus der Vergangenheit, sagt dir eventuell, dass man sich getrennt hat, ähnliches. Hier täuscht jemand, bewusst. Das ist jetzt nicht für alle, aber ich bekomme es für einige, dass man hier nicht ehrlich ist. Ja. Und da solltest du bewusst schauen, wer möchte jetzt mit dir in die Versöhnung gehen. Schau es dir bitte ganz genau an. Ich sag dir, ich sehe hier mehrere Personen. Bei dem einen ist es so, dass hier wirklich eine Veränderung da ist, eine neue Person auch da ist. Bei dem anderen wiederum zeigt sich auch hier dann mit dem König der Münzen. Und bei dem anderen wiederum kommt hier jemand aus der Vergangenheit eben zurück. Aber ich bekomme auch, dass hier eine Person, die sagt, dass man hier sich trennt oder getrennt hat und ist aber nicht in Trennung. Das könntest jetzt du oder dein Gegenüber sein. Hier täuscht man. Hier gibt man etwas vor. Und das könnte sich jetzt nicht nur in Wunschpartnerschaften, das könnte sich auch im Freundschaftlichen zeigen. Ich sagte ja zu Anbeginn, meine erste Energie, was ich hier bekommen habe, hier solltest du ganz genau jemand durchleuchten, bekomme ich auch. Ja, jemand meint es nicht ehrlich, jemand hat es abgesehen auf die Finanzen hier. Oder jemand ist hier in einer Abhängigkeit, ja, und versucht sich dann irgendwo durch diese Abhängigkeit mit dir dann eben zu vereinen oder ist noch in einer Verbindung, in einer Partnerschaft, in einer bewussten Abhängigkeitsverbindung. Ja, man arbeitet vielleicht miteinander, man hat hier eine Firma gemeinsam, ähnliches. Ich bekomme hier sehr starke Themen, was das Materielle auch beinhaltet. Denn wir haben auch die Karte, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite in einer Partnerschaft. Und das könnte jetzt auch in einer Partnerschaft so sein, dass man hier nochmal eine Chance gibt. Ja, aufgrund, dass Kinder involviert sind, aufgrund gemeinsames Haus, gemeinsame Projekte, gemeinsame Firma. Du triffst für dich klare Entscheidungen, du gehst raus, definitiv. Ja, du hast ja hier schon die Warnung, die ich dir gesagt hatte, wenn du mit diesem Reading in Resonanz gehst, wirst du klare Entscheidungen treffen und du wirst aus dieser Situation rausgehen, bewusst auch, da du dich nicht mehr täuschen lassen möchtest. Irrelevant, wer dich hier um eine Chance jetzt bittet. Denn hier zeigt sich ganz klar eine Manipulation. Ja, und das könnte jetzt ein Ex-Partner sein. Hier weiß man ganz genau, ja, wie man dich oder dein Gegenüber zu nehmen hat. Und das zeigt sich auch ganz klar im narzisstischen Bereich hier, was ich hier bekomme in Kombination mit der Schlange. Vielleicht auch hier, dass man sagt, man möchte gemeinsam hier arbeiten, ähnliches. Ja, man tut es aus dem Hinterhalt heraus. Diese Person beobachtet das schon lange. Hier könnte jemand am Haus beobachten. Hier könnte dich jemand zu Hause beobachten. Ja, auch vielleicht von gegenüber. Ich möchte hier niemanden Angst machen. Hier sind Beobachtungen, definitiv. Und bedenke bitte immer, es ist eine allgemeine Legung. Es kann nicht hier auf jeden zutreffen.
hier noch einmal lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Letztendlich wirst du in deine Erfüllung gehen. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Du hast den göttlichen Schutz. Ja, du bist hier beschützt. Trotz alledem solltest du natürlich Vorbereitungen, sprich hier schauen, wer das sein könnte. Und das werden natürlich jetzt nicht alle von euch hier beobachtet. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Hier wird es Gerechtigkeit geben. Es wird von oben eingegriffen. Es wird Gerechtigkeit geben, auch wenn dich jemand hier belügt, betrügt. Es ist dann eine Frage der Zeit, wo das Karma dann eben zuschlägt. Ja, vielleicht hatte ich in der Vergangenheit immer und immer wieder jemand betrogen, belogen etc. Und du schaust jetzt aber, dass du rausgehst. Ja, du möchtest das nicht mehr. Man trifft hier klare Entscheidungen. All das, was ich schon sagte. Und wir haben respektiere den Ort im anderen, in dem ihr beide eins seid. Und hier bekomme ich nicht bewusst dieses Respektvolle, ja, wenn du dich oder dein Gegenüber in einer Partnerschaft befindest, sondern hier wird manipulativ vorgegangen. Hier auch nochmal, wenn du dich in dem Szenario befindest, ich werde das gleich hier noch klären, ja, damit du jetzt keine Sorge hast, ähnliches, ihr seid jeder einzelne von euch in anderen Themen drinnen. Aber hier ist es bewusst, so bekomme ich für den einen oder anderen, dass man hier sogar versucht, hier vielleicht hast du dir immer ein Kind gewünscht oder dein Gegenüber ähnliches und dass diese Person das rein manipulativ jetzt auch vorhat. Ich möchte das für dich noch einmal abklären. Was ich hier zeige für den morgigen Tag. Hier haben wir ganz klar die Abwehrhaltung in der Hauptenergie. Also man versucht sich hier eigentlich dagegen zu wehren, bekomme ich. Wir haben auch die Desillusionierung, die sich hier zeigt. Ja? Also dieses Beobachten schon, aber jemand lässt hier nicht locker. Eine Person lässt nicht locker. Das bekomme ich bewusst. Einmal in der Kombination als männliche Person, schau aber bitte auf dich, ja, solltest du von Frau zu Frau schauen, sprich Mann zu Mann schauen, je nachdem in welcher Verbindung du stehst. Jemand möchte hier immer und immer wieder, versucht man den Kontakt aufzunehmen und das könnte sich für eine Ex-Partnerschaft noch Partnerschaft zeigen und es ist ein Spiel. Man spielt mit dir, man spielt mit deinem Gegenüber, ja, bewusst, all das, was ich schon sagte, narzisstisches Verhalten. Ich schaue einmal weiter und das zeigt sich am darauffolgenden Tag schon. Hier geht es um seine eigene Befriedigung. Ja, hier möchte jemand seinen Selbstwert befriedigen, sprich, ob man hier noch ankommt bei dem Gegenüber mit der Acht des Feuers. Ja, auch sehr feurig, temperamentvoll zeigt sich hier. Und hier sind zwei Personen. Ja, du wirst hier beobachtet. Also hier gibt es bewusst bei dem einen oder anderen, dass du hier von zwei männlichen oder weiblichen Personen in Beobachtung stehst. Ja, ich sagte, hier gibt es jemand, der es absolut ehrlich meint und die andere Person wiederum schaut nur ihre eigenen Bedürfnisse. Ich zeige das dir nochmal in die Kamera zu befriedigen. In Kombination mit der 4 des Wassers, hier sind Beobachtungen, ich betone es hier nochmal, alles, was sich hier schon gezeigt hat. Jemand ist hier aus dem Hinterhalt agierend, was sich dann hier auch mit der Schlange zeigt. Du bist beschützt, definitiv. Du hast hier den göttlichen Schutz, wir haben den Stern, wir haben ihn hier zweimal in Kombination mit der Hohen Arkana. Die Gerechtigkeit. Hier wird Gerechtigkeit walten, auf kurz oder lang. Zeigt sich dann auch klar hier mit dem Karma. Des Weiteren haben wir die Karte 4 der Luft. Ja, man schaut zu dir hoch. Also für irgendjemand bist du hier absolut alles. Ja, aber auch diese Person versucht dir dieses Gefühl zu vermitteln, dass du alles bist. Ja, letztendlich ist es aber bewusst, was wir dann hier auch haben, eine Täuschung. Wie gesagt, in Partnerschaften, Ex-Partnerschaften etc. Schau bitte auf dich. Danach, hier geht es um Befreiung. Befreiung in Kombination mit dem Tod. Ja? Das heißt, man möchte sich aus dieser Situation befreien. Aber man ist abhängig. Hier ist eine ganz klare Abhängigkeit.
in einer toxischen Verbindung, all das, was ich schon sagte, und manipulativen Situation mit dem Tod. Und hier wird etwas beendet. Das heißt, das Göttliche, das Universum sorgt jetzt dafür, dass hier ein Karma-Ausgleich stattfindet, ja, zugunsten deiner natürlich, dass hier dieses Ganze, diese Manipulationen, diese Versuchungen, dass dies aufhört. Des Weiteren haben wir den König der Stäbe. Hier geht es darum, um in den Optimismus zu schauen, positiv voranzugehen, klare Entscheidungen zu treffen, aus den Sorgen raus, Ängste raus, in deine Stabilität. Ja? Du bist hier in deiner Stabilität, was sich dann auch klar mit den 10 der Münzen zeigt, wo ich dann auch sehr viel diesen Reichtum bekomme. Ja? Und das beobachtet jemand. Deswegen solltest du bitte vorsichtig sein. Hier beobachtet jemand, auch bei den Singles ist hier die Vorsicht bitte geboten. Ja? Hier geht es um Diebstahl, hier geht es um Wegnahme. Jemand gönnt dir etwas nicht, jemand möchte dir etwas wegnehmen. Des Weiteren zeigt sich der König der Stäbe. Es ist auch die Kombination, was sich hier schon mit der Königin der Stäbe gezeigt hat, Entschuldigung, mit der Prinzessin der Stäbe, dass man irgendwo sich versucht, an etwas jetzt zu klammern. Und da darfst du rausgehen, ja? Du bist geschwächt, du hast Ängste, du hast Sorgen. Versuche bitte, dich nicht an diese manipulativen Dinge zu klemmen. Absolut wichtig, ja. Nimm hier bitte dein eigenes Schicksal in die Hand. Schau hier in den Optimismus, positives Vorangehen. Es ist absolut wichtig hier für dich. Wir haben das Rad des Schicksals, ja. Schicksalsschläge, einem nach den anderen hier. Aber es dient deiner Heilung. Hier geht es darum, diese Lernaufgabe zu bestehen. Ja, es ist eine Lernaufgabe, was hier stattfindet. Also noch einmal, irrelevant, mit welchen Themen, Personen du jetzt konfrontiert wirst. Alles, was mit Suchtthemen etc. zu tun hat, Partnerschaften, Ähnliches. Es ist eine Lernaufgabe. Du darfst hier dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das Göttliche, das Universum, du bist hier beschützt. Alles das, was ich schon sagte, und hier geht es darum, um diesen Zyklus abzuschließen. Du wirst diesen Zyklus zugunsten deiner beenden. Ja, du gehst hier in etwas ganz, ganz Neues rein. Du schaust, dass du das für dich auflöst. Ja. Und wir haben die 3 der Kelche in Kombination mit den 5 der Kelchen. Und hier geht es um Leidenschaft, Temperament, um Angekommensein auch sehr viel, ja. Hier gibt es jetzt eine Veränderung, hier gibt es Neuigkeiten, ja. Du gehst aus Sorgen, Verlust, Ängsten raus. Hier wiederum bekomme ich schon die Positivität. Das heißt, dass alles, was hier geschieht, dass du klar siehst, dass du dieses Ganze durchschaust. Denn ich bekomme dich als sehr intuitiv, spirituell auch, ja, für den einen oder anderen. Dass du dadurch, dass hier mehr und mehr Blockaden, Situationen auf dich zukommen, dass du diese ganzen aus dem Weg räumst, ja, dem Ganzen auch aus dem Weg gehst. Und ich bekomme es für viele, die das hier wirklich durchschauen. Hier haben wir das Ende von Trauer. Hier geht etwas zu Ende, sprich, du gehst in ein ganz neues. Wo du Zufriedenheit erfahren wirst, wo du Stabilität hast, wo du Liebe hast, Erfolg hast, Glück hast, ja. Und hier kann es bei dem einen oder anderen auch um eine kurze Reise Ähnliches gehen, sprich mit dem Fahrzeug, je nachdem wie du hier schaust, ja. Oder jemand kommt aus dem Ausland zurück, das bekomme ich hier auch. Für die Reise. Auch vielleicht hier ein Umzug, ein Auszug könnte stattfinden. Da schau bitte ganz genau auf dich. Denn der Narr steht immer für Freiheit, sich befreien aus einer toxischen Situation, aus Themen, die dir einfach nicht mehr dienlich waren, ja, wo du eben bislang immer manipuliert wurdest. Des Weiteren haben wir hier das Labyrinth, ja, du kommst hier raus, du stehst in der Konstellation mit deinem Gegenüber, dass du nach Auswegen suchst, nach Themen, dass du diese Blockaden auflöst. Hier auch familiäre Situationen bekomme ich, sehr, sehr viel aufgeregt sein. Ja? Hier geht es in ein Treffen, Kontaktaufnahme, was jetzt natürlich auch noch für diese Person stehen könnte. Aber ich bekomme es bewusst, diese ganzen Manipulationen, die hier stattfinden, werden im Frühjahr noch beendet, definitiv. Ja?
dass du bewusst in ein neues gehst. Denn hier ist schon jemand. Hier ist noch eine andere Person. Das sagte ich ja. Hier ist jemand, wo du eben nicht mehr schaust in die Möglichkeiten. Das heißt, positiv schaust du nach vorne. Du gehst aber auch kein Risiko mehr ein. Man möchte hier auch kein Risiko mehr eingehen in Kombination, dass man dich hier verliert. Wir haben hier sehr, sehr viele Sorgen und Ängste. Man ist hier schon einen langen, schmerzhaften Weg gegangen. Hier zeigt sich ebenfalls nochmal das Schiff. Und wir haben Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Hier wird jemand auf dich zukommen oder du auf jemanden, wo man jetzt auf seine Anbindung hört. Ja, man hört jetzt, man lässt es fließen. Man lässt es langsam auf dich zukommen. Deswegen sagte ich ja hier bewusst, solltest du schauen, dich nicht manipulieren lassen, es langsam auf dich zukommen lassen. Oder vielleicht bist du in einer manipulativen Verbindung ähnliches. Oder bist Single und wirst hier aus der Vergangenheit mit jemandem nochmal konfrontiert. Und du löst dich daraus, definitiv. Ja? Denn für dich ist es wichtig, das Wartenswert, göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Komm hier bitte in deine Leichtigkeit. Hier ist schon jemand. Definitiv. Ja? Solltest du Single sein, das hatten wir auch immer und immer wieder in den Single-Legungen. Hier ist schon jemand. Und das ist Bestimmung. Definitiv. Lass anderen deine unbeschwerten Energie teilhaben. Dann haben wir die Karte. Lass los, alles wird gut werden. Lass es hier bitte auf dich zukommen, auch mit dem Schiff. Es geht langsam vonstatten. Letztendlich wird diese Person immer mehr und mehr in das Bewusstsein gehen, denn wir haben hier das Ende. Ja? Das Ende in Kombination der Tod, sprich aber auch das Rad des Schicksals. Ja? Hier wird eingegriffen, es ist göttlich geführt, definitiv. Habe bitte Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Und hier ist jemand derzeit dabei, es in seine eigene Akzeptanz zu gehen, in Kombination auch mit der Karte, dass man jetzt in sich hineinlauscht. Habe bitte Vertrauen. Erfolg, auch nochmal. Komm hier bitte in dein Vertrauen, solltest du kein Vertrauen haben. Es wird ein Happy End auf ganzer Linie für dich geben, ob du jetzt auf das Berufliche oder eben Partnerschaft, Wunschpartnerschaft schaust. Ja? Ich bekomme sehr viel die Liebe, Partnerschaften und da gehst du definitiv in deinen Erfolg. Dann haben wir die 6 der Stäbe und hier ist schon jemand. Das, was ich alle schon sagte, hier lauert jemand, hier wartet jemand nur darauf, wie er letztendlich in den Angriff, sprich in die Position gehen kann, dich zurückzugewinnen oder eben die Partnerin deines Gegenübers oder Partner deines Gegenübers. Ja, schau bitte auf dich. Hier hat es jemand bewusst auf das Materielle auch abgesehen, ja. Was ich eben schon sagte, der König der Münzen, hier hält man noch an Altem fest. Und das trägt sich nach und nach ab, es ist wie eine Auflösung. Ja, ich sagte ja, Karma-Auflösung, was hier stattfindet, das Rad des Schicksals an alten Dingen hier nicht mehr festzuhalten und hier ist man bewusst in dem Materiellen befangen. Und man schaut jetzt hier in die Möglichkeiten. Hier gibt es sehr, sehr viele Kontakte, definitiv. Ich schaue einmal weiter, was möchte sich hier zeigen. Und hier zeigt sich dann auch Themen des Verlustes. Ja, und hier ist es wichtig, dass du jetzt in deine Kraft schaust. Und es geht hier durch eine Partnerschaft oder eine Noch-Partnerschaft, wo man eigentlich raus möchte, wo man sich befreien möchte. Hier aber abhängig ist, aus Gründen auch immer. Hier sind starke Abhängigkeiten. Dann geht man raus, man setzt sich zur Wehr. Es kommt mehr und mehr in das Bewusstsein, dass es hier eigentlich nur mit den 10 der Münzen sehr viel um Selbstwert geht, sehr viel um das Finanzielle geht und man findet auch Möglichkeiten, Lösungen, was Kinder etc. beinhaltet oder im Beruflichen dann hier eben auch, ja, wo man sich dann zur Wehr setzt. Denn hier geht einiges in Verlust. Es geht hier viel Geld in den Verlust, bekomme ich. Aber jetzt ist es wichtig, dass du in deine Kraft schaust, indem du das Ganze auflöst, sprich diesen karmischen, harten, langen Leidensweg, in dem du bewusst in deine Kraft schaust. Du hast hier eine sehr starke Intuition, eine starke Anbindung, sprich aber auch
diese starke Anziehungskraft, was euch beinhaltet. Ja, und du gehst hier in den Aufstieg. Du gehst bewusst, sobald du das abgeschlossen hast, mit dir oder dein Gegenüber, je nachdem, gehst du in den Neubeginn voller Kraft. Du hast das Zepter hier in der Hand, das Ass der Stäbe. Ja, und wir haben die Königin der Münzen. Du hast hier den absoluten Wohlstand, die Fülle, Liebe, angekommen sein. Hier hat etwas Stabilität und ein festes Fundament. Einer von diesen beiden Personen, definitiv. Denn hier bekomme ich mehrere Personen, ob du dich jetzt in einer 3x, 4x Konstellation eben befindest. Man setzt sich hier zu sehr noch einmal mit dieser Karte, wo dann eben auch viel in der Vergangenheit in den Verlust gegangen ist. Hier nochmal mit den 10 der Münzen die absolute Sicherheit, Stabilität. Da kommst du hin. Ich bekomme hier für den einen oder anderen bewusst auch einen Umzug, ja, mit absoluter Fülle. Und vor allem die Fülle zu dir ist das absolut Wichtigste. Hier zeigt sich dann das, was ich alles eben schon sagte. Schau hier, wer beobachtet. Schau hier, wo hier jemand dich hintergehen möchte. Ja, wo hier jemand, hier hat jemand vor, dich zu hintergehen. Sprich, ein Diebstahl, ähnliches. Schau bitte, wer das sein könnte. Und noch einmal bitte, es ist hier nicht für jeden diese allgemeine Legung, nicht, dass hier der eine oder andere von euch hier sehr, sehr viel Angst hat, ähnliches, ja, was ich dann mitunter auch in den Kommentaren lese. Bitte schau genau auf deine Situation, ja. Dann sind es eben Manipulationen, sprich im Zuhause, ja, aber hier meint es jemand nicht ehrlich. Lass Kontrollthemen los, erlaube diese Situation sich ganz natürlich zu entwickeln. Es ist wichtig, betone es hier noch einmal, in einer Situation, ja, wo du auf deinen Wunschpartner, Wunschpartnerin wartest, ja, hier loszulassen. Erlaube diese Situation sich ganz natürlich zu entwickeln. Lass diese Situation nicht die Kontrolle über dich haben. Es ist absolut wichtig. Deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Und das ist das, was ich sagte, du gehst hier in deine Wunscherfüllung. Du bist kurz davor. Sobald du das abgeschlossen hast, dieses Thema, gehst du in deine Wunscherfüllung. Es liegt hier, ja. Liebe zuerst dich selbst, deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Und hier hat sich jemand im Außen durch das Materielle große Anerkennung verschaffen, weil man nicht in seinem Selbstwert war. Weil man hier auch viel verliert oder verloren hat. Ja, bei dem einen ist es schon so, bei dem anderen kommt es noch. Und hier sind bewusst diese Themen der Kindheit. Ja, wo dann eben Themen auch nochmal jetzt hochkommen. Das, was ich hier sagte mit dem Spiegel, dass du bewusst jetzt den Spiegel vorgehalten bekommst, was in der Vergangenheit hier geschehen ist. Ja. Denn was hier geschieht, das ist schon mal geschehen. Genau so, wie es hier liegt. Ja? Das heißt, du bist in einer wiederkehrenden Thematik. Sobald du das abgeschlossen hast, bist du in deiner Wunscherfüllung. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Komm hier in deine Leichtigkeit und das wirst du. Ja, wir schauen auf die Zukunft. Du wirst hier in deine Leichtigkeit kommen. Denn du hast die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Auch nochmal das Karma. Die Kraft. Du kommst mehr und mehr in deine Kraft, lässt dich nicht mehr hintergehen, betrügen, belügen, manipulieren. Wenn Liebe die Entschuldige bitte, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Also du hast hier wirklich wundervolle Karten, sobald du diese ganzen Themen auch für dich abgeschlossen hast. Also hier nochmal, schau bitte ganz genau auf dich. Hier könnte jemand dir ein Geschenk machen, hat aber was ganz anderes vor, indem man hier schon lange beobachtet und eigentlich dich bestehlen möchte. Oder eben hier, was sich hier schon gezeigt hat mit der sexuellen Vereinigung, dass jemand eben manipulativ auf dich zugeht. An jeden Einzelnen von euch hier zu schauen, was kommt hier immer und immer wiederkehrend auf dich zu. Ja? Befreie dich bitte aus diesen toxischen Themen. Ganz, ganz wichtig. Ich wünsche jeden Einzelnen von euch hier Kraft,